Ich bin live. Hello. Hello, hello, hello. Du kennst bestimmt so die Situation, du hast schon lange irgendwas nicht mehr gegessen und hast plötzlich Lust auf irgendwas. Richtig? Kennen wir irgendwo alle. Mir ging es gestern so, dass ich seit gefühlt ewigen Zeiten mal wieder Lust hatte auf Müsli. So ein Früchte-Müsli, so crunchy. Früchte-Müsli, ja. Bin in den Supermarkt und habe mir da eins ausgesucht. Also stand vor dem Regal, habe mir eins ausgesucht. Und wie entscheiden wir denn sowas? Wie entscheidest du, wenn du auf irgendwas Lust hast? Nehmen wir das Beispiel Müsli und gehst wahrscheinlich auch in den Supermarkt und schaust. Rein in die Packung schauen können wir ja nicht, sondern wir gehen von dem Äußeren aus. Und ja, das Bild und die Verpackung, die gefällt mir ganz gut. Das fühlt sich jetzt gut an und anhand dessen entscheiden wir uns, richtig? Können wir mit allem machen. Wir können auch Joghurt nehmen, ja? Du stehst vorm Regal im Supermarkt, vorm Joghurtregal und guckst, welche Verpackung. Ist es Glas? Ist es das Glas, was einfach nur rund ist? Oder ist es das Glas, was ausschaut wie so ein kleines Fässchen? Oder ist es das Glas? Keine Ahnung, dass noch irgendwo geschwungen ist, oder ist es der Plastikbecher, oder ist es die Plastikverpackung, die ausschaut wie so ein Naturbecher, wie auch immer. Wir entscheiden uns aufgrund unseres Gefühls. Das gefällt uns und dann kaufen wir es, richtig? So, mir ging es gestern so und das ist mir deshalb auch so bewusst geworden, deshalb teile ich es mit dir hier. Ich bin nach Hause gekommen und habe mich total auf dieses Müsli gefreut. Weil auf der Verpackung war dann so crunchy abgebildet, frische Beeren. Was war noch drauf? Nüsse waren kein drauf. Nee, genau. So, und mach die Verpackung auf und der Inhalt schaute ganz anders aus. Ich bin jetzt nicht dahinter gestiegen, ist der Inhalt tatsächlich vertauscht? Kann ja auch von der Fabrik her mal passieren, dass was anderes abgefüllt wird, in die falsche Box einfach landet. Ist ja auch egal. Was will ich dir damit sagen? Wir entscheiden uns immer aufgrund unseres Gefühles. Das gefällt uns nicht, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Jetzt mal bezogen auf deine Entscheidung. Dich endlich dafür mal zu entscheiden, den Weg deines Herzens zu gehen, in deine Lebensfreude wieder zurückzufinden, zu erkennen, was ist der wahre Sinn deines Daseins hier? Warum bist du wirklich hier? Was entspricht wirklich deinem, ich nenne das immer gerne Seelenplan, was entspricht wirklich deiner Mission? Wie genau kannst du da deinem Seelenberuf folgen? Und wenn du zu denjenigen gehörst, die schon so oft mal auf der Seite waren, von der Akademie, wo du verschiedene Dinge siehst, wie du dich begleiten lassen kannst. Folge da auch da deinem ersten Impuls. Darum geht es im Leben immer. Deinem ersten Impuls zu folgen, weil der erste Impuls, der da ist, dein Herz, deine Seele, die sprechen immer eine ganz klare Sprache. Die können dich nicht belügen. Und das gebe ich dir auch unter dem Aspekt weiter, weil manchmal dann auch noch so Fragen kommen. Was genau machen wir denn da? Mit welcher Methode arbeitest du denn? Mit welchen Methoden arbeitest du? Wie genau kann ich mir das vorstellen? Und, und. Wahrheit, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dir geht es doch nicht darum, dass du irgendwelche Methoden oder Techniken hier bei mir erfährst oder lernst. Dir geht es doch darum, dass du von A nach B kommst. Dass ich dich da abhole, wo du jetzt stehst, wir gemeinsam definieren, wo geht der Weg hin, mehr Freude zu haben, mehr Leichtigkeit, mehr Gesundheit, mehr Spaß im Leben, mehr Geldenergie in deinem Leben, deinen Seelenplan zu erkennen, also wirklich den wahren Sinn deines Daseins hier zu erkennen und daraus dann deinen Seelenberuf zu kreieren, um wirklich völlig frei und unabhängig zu leben, um dir dein Leben wirklich nach deinem Herzen zu gestalten. Das ist doch die Quintessenz, wo du hin möchtest. Und da kannst du dich doch nur entscheiden von deinem Gefühl her, wie im Supermarkt, wenn du dir ein Müsli kaufst, welche Packung gefällt mir am besten. Und das holst du dir dann. Und alles andere, da kommst du ja auch nicht drauf an, wie wurde das Müsli hergestellt.
mit welchen Techniken, sondern du entscheidest allenfalls noch zwischen Bio und Nicht-Bio und dann kaufst du es. Aber wie das hergestellt wurde, das interessiert uns doch nicht. Wir haben uns dafür entschieden, schmeckt oder schmeckt nicht, ja. Im übertragenen Sinne hier dich bekleiden zu lassen. Mein Commitment, wenn du dich dafür entscheidest, in die Akademie zu kommen, ich dich begleiten darf, dann ist mein Commitment zu 1000% bin ich bei dir, um dich da abzuholen, wo du jetzt stehst und dich auch dahin zu bringen, in dem gesteckten Zeitraum. Umsetzen kann ich natürlich nicht für dich, das ist klar, aber ich bin intensiv zu 1000% an deiner Seite, damit du deine Ziele auch erreichst, die wir gemeinsam definieren. Und da bekommst du von mir alles, alles, was es dazu braucht, auf dem Silbertablett serviert, wie ein Kuchenrezept, was du dir nur nehmen brauchst und umzusetzen brauchst. Und wenn du die Zutaten für ein Kuchenrezept hast und fügst die in der Reihenfolge zusammen und schiebst den dann auch in den Ofen, genauso wie ich dir die Anleitung gebe, dann nimmst du auch den entsprechenden Kuchen raus, richtig oder falsch? Also, falls du bis eben noch lange überlegt hast, soll ich nicht, lausch auf den ersten Impuls, lass dich da begleiten, alles andere machen wir gemeinsam. Let's go! Jetzt die letzten Wochen, jetzt in diesem Jahr hier noch Grundstein legen, um dann im neuen Jahr komplett durchzustarten. Ich bin an deiner Seite, nur entscheiden, das kannst nur du dich. Für dein Leben, für deine Freiheit, für deine Leichtigkeit, für deine Mission, wirklich dein volles Potenzial mal auf die Straße zu bringen und dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Die Anleitung, das Navigationssystem, das bekommst du von mir. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Link findest du in der Bio oder unter dem Video irgendwo, irmgard-bronder.de/Begleitung. Ich freue mich auf dich im internen Bereich. Lass uns durchstarten. Oder wenn du noch Fragen hast, du findest da auch die Möglichkeit, einfach mal ein Beratungsgespräch erstmal noch. Wenn das der erste Impuls ist, dann folge dem Beratungsgespräch erstmal noch in Anspruch zu nehmen, wo wir da nochmal näher hinschauen. Wo stehst du überhaupt? Ist die Akademie jetzt wirklich auch das Richtige für dich? Oder kann ich dir irgendwas anderes empfehlen? Okay? Let's go. Sonnige Grüße. Hab noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.